Jetzt zeige ich euch ein Gericht, das ein super Wintergericht ist, eine richtige Vitaminbombe, nämlich eine Krautsuppe. Und für die Krautsuppe brauchen wir ein Weißkraut. Wenn ihr euch ein Weißkraut kauft, schaut immer, dass hinten der abgeschnitten, aber was abgeschnitten ist am Strunk, dass nicht grau ist, weil dann ist das Kraut schon sehr alt und liegt schon sehr lang. Also je heller das ist, desto besser ist das Kraut. Und was machen wir mit unserer Krautsuppe? Wir machen eine ganz spezielle, wir machen nämlich eine burgenländische Krautsuppe. Wie unterscheidet das sich von den anderen Krautsuppen? Es sind ganz viele Erdäpfel drinnen. Erdäpfel ist was typisch burgenländisches und die gehören einfach rein. Was brauchen wir alles für unsere burgenländische Krautsuppe? Natürlich als erstes brauchen wir unser Weißkraut. Ich bin hergegangen, habe das Weißkraut in so Fleckern geschnitten. Ihr könnt hergehen, ihr könnt das auch nur in Strafen schneiden, das überlasse ich ganz euch. Ganz wichtig natürlich, wie ich vorher erwähnt habe, die burgenländische Krautsuppe, die hat Erdäpfel drin. Ich schneide die immer ein bisschen würfelig und ganz wichtig, am Ende gehe ich her, nimm die eine von den Erdäpfeln und du es einfach zerreiben und lass in die fertige Suppe rein, damit bindet sie die Suppen ab. Da erspare ich mir das, dass ich es mit Mehl oder mit einer Stärke und so weiter abbind. Stärke ist in so einer Kartoffel genug drinnen. Mir schmeckt es einfach besser. Ich verwende nie bei sowas ein Mehl. Natürlich mit Zwiebeln fangen wir an, die werden wir dünsten. Dann habe ich passierte Paradeiser da bei mir. Ganz wichtig, ich nehme Flüssigkeit. In dem Fall habe ich einen Gemüsefond genommen. Ihr könnt auch ein ganz normales Wasser nehmen. Bei mir ist Gemüsefond, hat mehr Kraft, schmeckt dann am Ende auch besser. Ganz wichtig ist natürlich der Paprika. Das Paprikapulver macht es so schön rot und auch macht diesen eigenen Geschmack. Dann natürlich ein Knoblauch, Salz, Majoran, Kümmel und den Pfeffer. In dem Fall habe ich es gleich alle zusammen eingegeben in eine Schüssel. Und dann kommt der Lorbeer rein und am Ende noch kommt der Schuss Essig rein. Werdet sehen, wenn ihr das reingibt, das macht es ein bisschen bissiger. Das schmeckt einfach ganz anders, wenn ihr den Essig weglasst. Könnt ihr es probieren, werdet sehen. Was wir noch dann haben, ist natürlich, ich nehme Schmalz zum Dünsten von den Zwiebeln und vom Kraut und am Ende tue ich dann auch noch einen Sauerrahm drunter. Das wäre eigentlich alles. Es ist sehr viel, was da reinkommt, aber dafür schmeckt es auch super und macht gesund. Als erstes werden wir mal das Fetthass machen. Ich nehme in dem Fall Schmalz. Ihr könnt jedes raffinierte Öl annehmen, das bleibt euch über. Schmalz hat halt doch ein bisschen was Bodenständiges. Gut, als erstes einmal tue ich die Zwiebeln rein. So, alle Zwiebeln rein. Und die werden wir jetzt einmal glasig machen. So, jetzt sind die schon gut glasig gemacht, fast dass braun werden. Jetzt gehe ich her und tue das Kraut rein. Mal schauen, dass wir es zusammenbringen, dass uns das nicht ausfliegt alles. Nein, es geht super. So, einmal gleich umrühren. Die Platten ist doch sehr heiß. Müssen wir aufpassen, man muss dann bald zurück dran. So, aber es soll trotzdem einmal ordentlich auf heiß werden. Nicht unwichtig, gleich das Salz dazu geben. Das Salz entzieht dem Kraut das Wasser und das Wasser rinnt sofort runter und lässt das Kraut da nicht anbrennen. Das dünstet dann auch. Und es röstet nicht, sondern es dünstet dann das Kraut. Weil das Wasser aus den Krautzellen, wenn man so Pflanzenzellen rausgeht und schön absackt. Man muss es einfach immer nur rühren, schauen, dass unten nicht anbrennt. Das darf uns natürlich nicht passieren, dann ist es vorbei, dann müssen wir alles noch einmal machen. Aber das passiert euch sicher auch nicht, ihr müsst einfach nur rühren, dass wir schön warm werden alles. Das Kraut ist ja noch relativ kühl. Und ein guter Tipp, nehmt euch einen Topf, der hoch genug ist für sowas. Wenn ihr nämlich so schnell rührt und das in einer eher kleineren Pfanne oder was macht, fliegt euch das alles raus. Nur eine Suppe macht man eh nicht in der Pfanne, also wird euch das nicht passieren. Jetzt haben wir es ein paar Minuten dünsten lassen. Was kommt jetzt? Jetzt gehen wir her, geben die Paradeis rein.
Die Reihenfolge ist eigentlich egal, ihr kennt es so, wie es das wollt, reingeben. Dann geben wir die Gewürze, das ist Kümmel, Majoran und Pfeffer, alles zusammen. Dann gebe ich das Lorbeerblatt rein, dann gebe ich den Knoblauch rein. Ihr wisst, manchmal gebe ich den Knoblauch nicht ganz rein, in dem Fall gebe ich ihn voll rein. Manchmal hebe ich mal ein bisschen immer auf, damit dieser fruchtige Knoblauchgeschmack am Ende erst reinkommt. Mache ich in dem Fall nicht. Könnt ihr aber gerne, wenn ihr das gern habt, könnt ihr das selber entscheiden. So, was kommt jetzt noch rein? Das Paprikapulver. Und dann löschen wir schon mit dem Gemüsefond an. Dann kommen noch die Erdäpfel rein. So, jetzt kommt der Gemüsefond rein. So. Sehr gut. Das wird eine ganz eine starke Suppe, wird das. Wenn ihr einmal herschaut, das wird's. Ja, jetzt geben wir noch die Kartoffeln rein. Wie gesagt, ein bisschen eine Kartoffel haben wir aufgehoben, mit der werde ich nachher abbinden. Aber das zeige ich euch dann, wie ich das mache. Erklärt habe ich es vorher schon. Und das ist eine Suppe, wenn ihr euch das anschaut, mit sowas könnt ihr eigentlich schon eine Hauptspeise machen in Wirklichkeit. Das war es auch wahrscheinlich früher so im Burgenland. Die Leute nicht reich waren, nicht viel gehabt haben, haben sie sich mit sowas anessen müssen und sie haben sie auch wahrscheinlich angegessen. Die erste halbe Stunde kocht es jetzt schon. Ich habe gesagt, ich werde es ein bisschen abbinden. Dafür nehme ich mir jetzt einen von diesen Erdäpfeln, die ich vorher hergerichtet gehabt habe und nicht würfelig geschnitten habe. Und den reibe ich jetzt einmal. Mal schauen, entweder könnt ihr ihn gleich reiben oder tut euch einen in eine Schüssel rein. So, jetzt gehe ich her. Wie gesagt, eine halbe Stunde hat es gekocht. Jetzt gebe ich die geriebene Erdäpfel dazu und rühre das einmal gut um. Und so kann die Suppen ganz stark abbinden. Die Krautsuppen hat jetzt eine Stunde lang gekocht. Ich würde es nicht weniger lassen, damit das Kraut sich wirklich verkocht und auch die Erdäpfel sich wunderbar verkochen. Jetzt kommt noch der Sauerrahm rein. Den gebe ich gleich rein. Gibt super rein. Dann, was jetzt noch dazu kommt, was ich vorher gesagt habe, ist der Essig. Da kennt ihr ein bisschen noch Gefühl, also ich nehme einen Esslöffel. Wenn ihr weniger wollt oder mehr, das müsst ihr einfach kosten. Das müsst ihr dann wirklich abschmecken. So, jetzt rühren wir den Sauerrahm und den Essig einmal ordentlich durch, dass sich das wirklich schön vermengt. Und schaut herrlich aus. Und das, Leute, das wird eine richtige Krautsuppe. Es ist nicht viel Arbeit, als kocht halt. Eine Stunde müsst ihr euch Zeit nehmen dafür, das geht nicht anders. Und was auch ist, es fragen sich viele Leute, wenn man so ein Kraut stundenlang kocht, ist das Vitamin C vollkommen weg. Das stimmt überhaupt nicht. So ein Kraut oder ein Brokkoli oder ein Kaffeeol oder ein Kölch, das hat Ascorbigen drinnen und das wird erst wirklich zu Vitamin C, wenn es lang kocht. Das wandelt sich dann um und deswegen ist dieses Essen so eine Vitamin C Bombe in Wirklichkeit und ein Ideal für den Winter. Man kriegt wirklich sehr viel Vitamin C in den Körper und alle anderen Sachen, was da drin sind, sind nicht ungesund. Gut, meine Lieben, wir werden es jetzt einmal anservieren, dann seht ihr es auch. Schaut einfach gut aus, herrlich. Das ist eine richtige burgenländische Krautsuppe. So muss das auch schon am Ende. Jetzt einmal herschaut. Das kann man noch anrichten. Ein bisschen Sauerrahm drauf. Ein bisschen ein Schnittlauch. Wenn ihr das so anrichten wollt, ist das ein super Essen. Sie ist sehr stark, sie könnt es fast schon als Hauptspeise nehmen, weil sie sehr stark ist. Sie hat Kartoffeln drinnen, man kann sie wirklich anessen. Wenn ihr $2 nehmt von der, braucht ihr wahrscheinlich nachher nichts anderes mehr. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, werdet immer solche Gerichte sehen. Ich wünsche euch, dass es so gelingt wie mir und viel Glück dabei.